Franz, du hast das Wort. Vielen Dank. Dankeschön. Lieber Steffen, herzlichen Dank für die freundlichen Worte, die wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegennehmen durften. Und damit bin ich also bei dem ganz besonderen Wesen eines solchen Neujahrstreffens, Neujahrsempfangs. Herr Schäffler, aber sagt, ich sage, ihr Freunde habt eure Freunde eingeladen. Und das ist der Sinn eines solchen Treffens. Und ich glaube, dass ich für uns alle spreche, da kommt man einfach sehr gerne. Man fühlt sich gut aufgehoben, man fühlt sich freundlich empfangen. Man lernt historisch interessante Details über Wittekind und seine liberale Aber das muss so sein. Meine Damen und Herren, Freundschaft alleine, um von Freunden eingeladen zu werden, das ist eine wichtige Sache. Und sie ist ein wichtiges Fundament auch für das, was vor einem liegt. Ich meine damit das Jahr 2014. Paul Steffen Paul hat eben gesagt, man hat sich neu aufgestellt. Ich möchte ein Kompliment einen neuen Flyer aussprechen, mit Herz dabei. Lieber Karl Arnold, da ist man genau bei der Kommunalpolitik. Ja. Denn ich glaube, es gibt wenige Bereiche im menschlichen Miteinander, menschlichen Zusammenleben, die so von Herzblut geprägt sein müssen, wie Kommunales und Kommunalpolitik und auch Ehrenamt, meine Damen und Herren. Steffen Paul hat das eben völlig zu Recht erwähnt. Ich glaube, wir alle kennen eine ganz bemerkenswerte Zahl, wenn es darum geht, auch das wurde eben betont, wie gelingt es uns, Städte durch Ehrenamt, nicht nur durch Professionalität, durch Ehrenamt, Städte und Gemeinden, einen Kreis stark zu machen? Dann gibt es ja diese beeindruckende Zahl, wenn man einmal die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland befragt, wie wäre es denn mit einem Ehrenamt? Ein Drittel hat eins, ein Drittel würde gerne eins machen, ein Drittel sagt aus guter innerer Einstellung, für sich jedenfalls, Ehrenamt kommt für mich nicht in Frage. Und ich glaube, dieses eine Drittel, das wartet nur darauf, angesprochen und motiviert zu werden. Und wir haben da nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in unserem Kreis, in den Städten und Gemeinden, lieber Wolfgang Koch, einen unendlichen Schatz, den wir, das ist auch eine unserer Aufgaben, lieber Tim, die wir gemeinsam geben müssen. Und dann ist mir auch gar nicht bange, sowieso nicht, erstens für die Freien Demokraten, ich sage euch das ganz bewusst, Freunde sind auch Freunde, wenn die Situation mal nicht so gut sind, lieber Frank Schäffler. Wir sind eure Freunde, das sage ich hier ganz deutlich. Sondern es ist... Sondern es macht auch viel von dem deutlich, was Anklang eben. Bürger, preisen wir gleich, dürfen wir Gast sein. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, lieber Chef, dass ihr nicht auf eine lange, lange Zeit tolle Persönlichkeiten im Kreis Herford finden werdet, die würdig sind, diesen Bürgerpreis entgegenzunehmen. Und diesem Grußwort möchte ich es eigentlich auch bewendet sein lassen, aber nicht ohne uns alle ein kraftvolles, ein freundschaftliches und ein gutes Jahr 2014 zu wünschen, das auch immer unter der Hand eines steht, der mächtiger ist als wir alle zusammen. Das möchte ich auch an dieser Stelle mal betonen. Und in diesem Sinne alles Gute, gutes neues Jahr 2014. Und ich freue mich einfach mit Ihnen gemeinsam als Freundin, Freundin der Freien Demokraten hier heute zu sein. Dankeschön.